Hallo zusammen. Nächste Woche hatten wir gesagt. Wie es weitergeht, erfahren wir nächste Woche, doch dann waren es 9 Monate. Wilhelm ist nach den Ereignissen in Heidelberg im St. Michaelisstift, einer kirchlichen Heilanstalt in der traumhaften Ödnis Österreichs, untergekommen. Und just als er sich noch darüber beklagt, dass seine Kameraden ihn wohl vergessen hätten, kommen Albert, Otto und Fritz zu Besuch. Sie sollten sich alle etwas bedeckt halten, hatte ihnen Salvarezzi, der geheimnisvolle Mann aus dem Vatikan, noch mitgegeben. Immerhin seien die Hintergründe der ungewöhnlichen Ereignisse, die die 4 Freunde in den letzten Monaten durchgemacht haben, noch nicht gänzlich aufgeklärt. Und man könne davon ausgehen, dass sie mittlerweile im Fokus der Hintermänner stünden. Doch dann stoßen sie auf die Leiche von Wilhelms Zimmergenossen Hans-Peter, nur um ihn kurz darauf im Park der Heilanstalt quicklebendig wiederzusehen. Mein Name ist Michael und meine Mitspieler in dieser Runde sind Thomas als mitleidheischender Wilhelm Richter. Servus. Matthias als skeptischer Arzt Otto von Horn. Guten Tag. Jens als Biologe Albert Wolf. Hallo. Und Lars als Fritz Stöckle. Grüß Gott. Der gute Fritz eilte von der Unfallstelle, wo er gerade noch die Leiche von Hans-Peter im Graben gesehen hat, zurück zur Wiese, während Albert mit einer Krankenschwester debattiert, die Hans-Peter hinzugerufen hatte, als Albert versucht hat, ihn aufzuhalten. Sehe ich den Hans-Peter noch oder ist der schon weggelaufen? Der ist schon weggelaufen. Herrgott, Bimbam, Albert, wo ist denn der Hans-Peter jetzt? Beziehungsweise der liegt da tot unter im Graben. Ja, eben nicht. Da hinten ist er gerade langgelaufen. Aber er hat geschrien und dann kam die Krankenschwester und jetzt stehen wir hier und er ist weg. Super. Sind Sie jetzt schuld, dass der Hans-Peter, der da unten tot im Graben liegt, jetzt weggelaufen ist? Wo liegt jemand tot im Graben? Das hab ich doch gesagt, da hinten, in der Schlucht. Nicht jemand, der Hans-Peter, der gerade weggelaufen ist. Sagen Sie, der Hans-Peter, der gerade weggelaufen ist, soll jetzt da unten im Graben liegen? Hören Sie eigentlich, was Sie sagen? Der lag erst da unten tot im Graben und dann sind wir zurückgekommen, um die Polizei zu rufen und dann ist er uns entgegengekommen und jetzt liegt er wieder tot im Graben. Sicher. Das ist dasselbe, was ich Ihnen in so kurzen, knappen Sätzen eben schon mal gesagt habe. Ich roll so mit meinem Rollwagerl an, also mit meinem Rollstuhl und meine so, sind wir uns eigentlich sicher, dass Hans-Peter noch dort im Graben liegt? Also er lag zumindest vorn unten im Graben. Und ich bin rübergesprungen, hab runterguckt, da lag er noch, dann bin ich wieder hergesprungen und jetzt ist er weg. Und wir haben ihn eindeutig erkannt, nicht wahr? Ich meine, ich war ja am weitesten weg, das heißt, aber ihr habt ihn auch gesehen und ihr kanntet sein Gesicht, also ihr seid euch ganz sicher, dass es der Hans-Peter war. Auf jeden Fall, ja. Wir standen doch direkt neben ihm. Ja, ich verstehe das ja. Wie kann das sein? Immer wenn der da tot im... Hat er einen Zwillingsbruder? Haben wir ihn gefragt. Er hat's verneint. Aber anders, wie soll das... Ich meine, man kann nicht gleichzeitig tot und lebendig sein, oder? Bevor wir jetzt hier weiter rumrätseln, hat jetzt irgendjemand schon Polizei gerufen? Natürlich nicht. Die Polizei... Wann hat die uns schon jemals geholfen? Da, und wer holt dann die Leichter unter raus? Na, das sollen die, darum sollen die sich hier kümmern. Ich meine, in diesem Sanatorium kommen wahrscheinlich alle Tage Leute um, so mies, wie man hier behandelt wird. Ich darf doch wohl bitten. Die sollen sich darum kümmern. Was sollen wir mit der Leiche zu schaffen haben? Ich wende mich jetzt an die Schwester. Wie wär's, wenn Sie mal mitkommen und sich zumindest die Leiche angucken? Dann hat es hier ein Offizieller abgenommen und wir sind fein raus. Psst, psst, nun beruhigen Sie sich doch erstmal, machen Sie hier nicht so einen Ohai hier. Sie verstören ja die ganzen anderen Patienten hier. Ohai hat, das hat Ihre Kollegin gemacht, weil sie geschrien hat wie am Spieß. Welche Kollegin? Wo ist jetzt Audina? Also, vielleicht gehen wir jetzt alle erstmal gemeinsam ins Haus und dann schicken wir jemanden,
der sich dort umsieht. Und sollte da tatsächlich eine Leiche liegen, werden wir selbstverständlich die Polizei benachrichtigen. Können Sie nicht einen Pfleger benachrichtigen? Dann würde ich mit Ihnen zu der Stelle gehen und dann kann er sich dort auch davon überzeugen. Am besten gehen Sie gleich mit. Sie glauben es uns ja eh nicht. Und was ist mit dem anderen Hans-Peter? Und ich zeige in die Richtung, in die er weggelaufen ist. Ja, ich denke, den kommen wir jetzt eh nicht mehr hinterher, oder? Also, ich meine, warum seid ihr auch nicht schneller nachgelaufen? Er hat geschrien und sich lautstark beschwert, als ich ihn zurückhalten wollte. Er wollte partout nicht hierbleiben. Und das sagt der, der seinen Arsch im Rollstuhl breitdruckt. Außerdem habe ich keine Lust mehr, hinter irgendwelchen Menschen herzulaufen. Wenn du nur ein Zehntel meiner Schmerzen hättest, dann würdest du hier nicht sitzen, sondern... Du hast keine Schmerzen mehr. Hör auf zu spinnen. Du hast deine Schmerzen vielleicht im Kopf. Das wird mal höchste Zeit, dass wir hier dich mal ein bisschen auf Trab bringen. Das sind Freunde. Nehmen meine Schmerzen nicht ernst. Dass ich nicht lache. Wir helfen dir einfach beim Genesen. Keine Sorge. Du weißt, dass der rote Ochsen Treppen hat. Da kommst du mit deinem Rollstuhl nie nein. Du kannst mich heraufschleppen. Du bleibst draußen stehen, wir sitzen drin, winken dir aus dem Fenster zu. Das ist doch nicht dein Ernst. Und prosten wir bei einem guten Roten zu. Ich denke, spätestens beim zweiten Glas sitzt er auch drin. Also wer solche Freunde hat. Wie ist es, Herr Doktor, wenn man so schwer versehrt ist wie der Herr Richter, dann darf man eh kein Alkohol mehr trinken, oder? Das ist richtig. Das stört die Rekonvaleszenz, oder wie das heißt. Das war fast richtig, aber ich weiß, was du meinst. Ja, sicher. Dürfte ich Sie jetzt in Richtung des Hauses bitten? Könnten Sie bitte einen Pfleger noch benachrichtigen, dann würde ich gerne mit Ihnen zu der Stelle gehen. Ich meine, da draußen laufen noch andere Patienten rum. Ich glaube, es wäre etwas ungünstig, wenn diese dann vielleicht eine etwaige Leiche finden würden, oder? Da haben Sie ausnahmsweise recht. Sie blickt sich einmal um und Gunther, winkt einmal quer über den Park einem Pfleger zu, der gerade einem anderen Patienten behilflich ist. Er blickt auf und kommt auf Ihr Winken hin dann auch gemächlich zu euch rüber. Ein stämmiger Kerl, kräftig, breite Schultern, sehr schmale Hüfte, steht also dann euch gegenüber. Ja, was ist los? Diese Herren hier behaupten, da drüben würde eine Leiche im Graben liegen. Könntest du einmal nachsehen gehen? Eine Leiche? Das behaupten nicht nur mir, sondern ihre Kollegin, die Schwester, wie heißt sie noch, die den Hans-Peter gefunden hat? Das mache ich mir wirklich ernsthaft Sorgen um den Wilhelm, wenn der nicht mal sich die Namen von den Damen merkt. Ein Patient von uns. Günther, war der Name richtig? Günther. Verzeihung. Günther, ich würde Sie sonst zu der Stelle einfach begleiten. Dann können Herr Richter wieder ins Haus gehen. Ich denke, das würde Ihnen ganz gut tun und... ja, wir würden zumindest die anderen Patienten davon abhalten, hier eine etwaige Leiche zu finden. Nun denn, nach Ihnen. Wirst du, Wilhelm, ins Haus gehen? Nicht nur, dass ich mein Leiden hab, ich hab zusätzlich noch euch. Wie kann ein einzelner Mensch das ertragen? Und ich roll davon. Ich glaube, den haben wir viel zu lang vernachlässigt. Es wird Zeit, dass man den mal wieder ein bisschen der Marsch blaset. Definitiv. Dem ging das hier viel zu gut. Ja. Nun gut, Gunther, dann kommen Sie mit. Nun dann, er schreitet neben dir her. Gefühlt musst du mindestens doppelt so viele Schritte machen wie er. Und ihr nähert euch dem kleinen Wäldchen, durch den ein kleiner Pfad halt führt. Kommt an der Brücke über die Schlucht an. Jenseits oder unterhalb der Brücke, im Graben, in der kleinen Schlucht, liegt also tatsächlich noch die Person, die ihr schon gesehen habt. Sehen Sie dort unten. Du meine Güte. Was machen wir denn da jetzt? Ja, die Polizei rufen, würde ich vorschlagen. Haben Sie denn schon nachgeschaut, ob der wirklich tot ist? Vielleicht kann man ja noch was machen. Sehen Sie, ich bin zwar Arzt, aber da geht das ziemlich tief runter und da ist schon einer reingestürzt. Und wir haben jetzt hier auch nicht wirklich Ausrüstung, um dort hinabzusteigen, oder? Ja, da haben Sie wohl recht. Außerdem haben meine Begleiter schon und nachgesehen. Sollte wohl schleunigst die Polizei rufen. Sag ich doch. Ja, dann lassen Sie uns zurück zum Haus gehen, damit wir da einen Boten entsenden können. Gut,
Vielleicht sollten wir dann den Park hier räumen lassen oder so. Also, ich weiß nicht, wenn hier noch mehr Patienten vorbeikommen. Ja, nun, wir werden nachher eine Wache aufstellen lassen müssen. Vielleicht sollten wir ihn auch bergen. Ich muss das mit dem Chef klären. Aber jetzt müssen wir erstmal einen Boten zur Polizei schicken. Ja, das sollten wir jetzt dann tun. Also. Er schreitet auch schon los, zurück über den Pfad, durch den Park, in Richtung des Spitals. Ja, ich versuche ihm einfach hinterherzukommen. Könnte vielleicht jemand mich anschieben? Das ist schon ganz schön unrund hier, der Boden. Na, ein bisschen schaffst du es doch noch. Ich habe schon ganz viele Schwielen auf den Händen. Wozu seid ihr eigentlich da? Alles muss ich alleine machen. Albert, war der immer schon so weinerlich? Ich weiß. Ich kann mich gar nicht erinnern. Also, irgendwas scheint hier dir nicht so gut zu bekommen. Ja, der Weinentzug. Naja, weinen tust du ja. Ach, sehr lustig. Ach. Sehr, sehr lustig. Wie war das? Was hat Otto erzählt? Wenn er jetzt nicht langsam auf die Beine kommt, dann muss er noch mal ein halbes Jahr hier bleiben. Oder länger. Ach so, okay. Ein halbes Jahr? Wollen Sie mich noch da lassen? Mindestens. Nein, das ist doch nicht. Das ist noch nicht deren Ernst. So schlimm ist es ja auch gar nicht mehr. Ein paar Wochen werde ich wohl noch brauchen, aber ein halbes Jahr? Nein. Das ist doch viel zu lang. Das halte ich nicht mehr aus. Ja. Und ein halbes Jahr der rote Ochsen ohne den Wilhelm. Na, ihr könntet, aber habt ihr eigentlich, ach, das habe ich schon gefragt, ob ihr was zu trinken mit habt. Ihr habt ja nichts mitgebracht. Kein Willkommensgeschenke, gar nichts. Ja, Freunde seid ihr. Naja. Aber du sag mal, hat der Hans-Peter mal irgendwann Besuch gekriegt von irgendwelchen Verwandten? Nicht, dass ich mich erinnern könnte. Er war ja eher so ein ängstlicher Typ. Hat immer wieder, also im Gegensatz zu mir, hat es ihm ja hier gefallen, obwohl es hier ja eigentlich stinklangweilig ist und man den ganzen Tag nichts zu tun hat, außer auf den nächsten Tag zu warten oder aufs nächste Essen. Und wo kommt der auf her? Auf das Essen kann man sich nicht unbedingt freuen. Er ist ein Wiener. Ein Wiener? Ja, der hat irgendwas Schräges erlebt, also hat auch vor ihr irgendwas Angst gehabt, aber er wollte eigentlich nicht drüber reden, war eher so der verschlossene Typ. Und wie ist das hier eigentlich mit euch Patienten? Dürft ihr euch komplett im kompletten Gelände frei bewegen? Also, so richtig gewünscht ist das nicht. Wir haben vorgesehene Termine, die wir wahrnehmen müssen für irgendwelche Kuren, die natürlich alle nichts bringen. Ich meine, die sollten mir eine Flasche Wein und ein bisschen Tabak zu rauchen geben, dann würde ich schon recht bald auf die Beine kommen. Aber diese Ärzte verstehen das ja nicht und die Schwestern noch weniger. Aber ja, also so hin und wieder dürfen wir natürlich einen Spaziergang draußen machen, aber es gibt festgelegte Zeiten und man muss spätestens um 8 im Zimmer sein und zu den Essenszeiten in den Speiseräumen. Also es ist schon sehr straff strukturiert hier, fast wie beim Militär. Apropos Zimmer, wo hat sich der Hans-Peter denn aufgehalten, wenn er nicht auf dem Zimmer war? Weißt du das? Also, viel draußen bewegt hat sich der nicht. Vielleicht sollten wir einfach nachschauen, ob er auf eurem Zimmer ist. Er ist doch Richtung Dorf weggegangen, dachte ich. Jetzt wirklich hat so eine riesige Runde gedreht und ist jetzt in seinem Zimmer? Doch, wenn der ein bisschen noch nicht, greif mir so mit dem Zeigefinger an den Kopf, nicht meine Tassen im Schrank hat. Wer weiß. Wieder war. Hast du nicht gesehen, was der für einen Satz gemacht hat, als wir da rein sind und den Wilhelm überrascht haben? Ja, klar. Aber den ich vorhin angesprochen habe, der kam mir gar nicht so ängstlich vor, ehrlich gesagt. Also, wie soll ich ihn nennen? Hans-Peter 2? Ihr erreicht das Gebäude und Schwester bietet euch an, in einen Nebenraum unterzukommen. Vielleicht wollen sie hier warten und ich hole den Chef. Vielleicht sollte auch einer nachgucken, ob Hans-Peter in seinem Zimmer ist. Wieso sollte er in seinem Zimmer sein? Er war doch gerade eben draußen. Dann tun Sie, was Sie nicht lassen können. Aber Sie haben natürlich recht. Wenn Hans-Peter in seinem Zimmer ist, dann werden Sie schnell erkennen, dass Ihre Behauptungen, Hans-Peter sei tot, völlig grundlos sind. Ja, ich glaube, ich werde mal nachsehen. Und so verlässt sie das Zimmer. Ihr seid allein. Dann drehe ich mich zu Wilhelm hin. Du bist so bescheuert, Wilhelm.
Was? Was habe ich denn jetzt schon wieder gemacht? Wenn ich hier so lange wie du mich aufhalten müsste, ich wäre jeden Tag in Marathon gelaufen, um zu zeigen, dass ich entlassen werden kann. Diese Schreckschraube da. Und du bleibst freiwillig hier wie ein Häufchen Elend. Sag mal, bist du noch ganz sauber? Ja, also, du weißt ja nicht, was ich alles durchgemacht habe, ja? Also, mein Arm kann ich ja immer noch nicht richtig bewegen. Und die Beine sind auch noch immer recht schwach, also. Und dann begibst du dich freiwillig in die Obhut eines solchen Drachen? Schwester Ingrid hatte auch ihre guten Tage. Sehr wenige, sehr selten tatsächlich. Aber sie hat auch ihre guten Tage. Nichtsdestotrotz solltest du dich schleunigst anstrengen, hier wieder rauszukommen. Okay, okay. Otto, was denkst du, was soll ich tun, ich kann keine 3 Schritte machen ohne diesen scheiß Rollstuhl. Wenn ich jetzt aufstehe, dann liege ich in 2 Metern, also was, dann bin ich euch noch weniger Hilfe, als ich es jetzt schon bin. Und nur den ganzen Tag im Zimmer sitzen, darauf habe ich auch keine Lust. Aber wie soll mein Zustand besser werden? Ich meine, die füttern mich mit widerlicher Pampe. Die geben mir nichts zu trinken. Wie soll man da gesund werden? Tja. Kämpfen, Wilhelm. Kämpfen. Wann hast du deine Beine das letzte Mal benutzt? Naja, ich meine, ich glaube, vor einer Woche oder so musste ich nachts mal aufs Klo und da hat die Schwester auf meinen Leuten nicht reagiert. Also da, es hat schon sehr lange gedauert, aber da habe ich tatsächlich die paar Schritte bis zum Nachttopf geschafft. Wahrscheinlich, wenn man dir jetzt die Hosen runterzieht, dann sieht man da 2 dünne Streichhölzle aus deiner Unterhose rausgucken. Ja, also gewachsen sind sie natürlich nicht in den Tagen und Wochen. Otto und Gunther erreichen auch das Gebäude, wobei Gunther sich überhaupt nicht für den hinterherhechelnden Otto interessiert, sondern gleich im Gebäude verschwindet, um, wie er halt immer wieder sagt, schnell, schnell, wir brauchen einen Boten zu organisieren. Ja, wir brauchen einen Boten. Uiuiui. Vielleicht hörst du rechter Hand aus dem Zimmer auch das laute Diskutieren von Fritz und Wilhelm. Irgendwas über, wann hast du das letzte Mal deine Beine benutzt? Ich denk bei mir nur, noch nie, und geh in den Raum. Wie siehst du denn aus? Uiuiui. Ja, ich musste Sport treiben. Ui. Der Gunther ist ganz schön gut zu Fuß. Aber wir haben die Leiche dann, also sie liegt immer noch dort und sie haben sich jetzt entschieden, dann doch einen Boten zur Polizei zu schicken. Sag mal, haben die hier kein Telefon? So weit ab vom Schuss. Nicht, dass ich wüsste. Also ich habe immer nur die Post genutzt. Und auch wenn man Telegramme schicken wollte, musste man die diktieren und die wurden runter in den Ort gebracht, um sie zu versenden. Deswegen hast du nie geschrieben. Ihr habt ja auch nicht geschrieben. Kein Wort habt ihr von euch hören lassen die ganze Zeit. So ob ich gestorben wäre für euch. Wir wollten dir Zeit geben, aber anscheinend war das ja schon zu viel. Ja. Ich nehme euch ausdrücklich mit in die Verantwortung für meinen Zustand. Ihr habt mir diesen Schlamassel mit eurer Neugier und eurer Unvorsicht eingebrockt. Ich wäre nie so weit gegangen. Aha. Nein, diese Schuld gibst du uns jetzt hier nicht. Denke ebenfalls, da haben 4 dazu gehört. Und außerdem könnte es dir schon viel besser gehen. Okay. Ich meine, das gut zureden habt ihr ja nicht unbedingt richtig drauf. Einem Kranken sollte man eher Trost spenden, als ihn die ganze Zeit nur bloßzustellen und niederzumachen. Soll ich ins Dorf gehen und den Pfarrer holen für die letzte Ölung, Herr Richter? Hörst du dir manchmal selber zu, was du da für dich hinjammerst? Ihr könnt das nicht nachvollziehen. Ihr versteht das einfach nicht. Ihr seid alle wohlauf, euch ist nichts passiert. Ich war dem Tode nahe. Nichts passiert. Ein Wunder, dass ich überhaupt noch unter den Lebenden weile. Wer war dem Tode nahe? Die Tür geht auf und der Professor Dr. Schlegel tritt ein im Gefolge von der Schwester, die eben noch den Raum verlassen hat. Oh, Herr von Horn. Ja, immer noch. Schwester, bevor Sie gehen, vielleicht sollten Sie auch nach Ihrer Kollegin schauen. Die hat, glaube ich, einen ziemlichen Schock bekommen, nachdem sie den Toten gesehen hat. Ja, das habe ich schon mitbekommen. Also, der Herr Hubert ist nicht in seinem Zimmer. Wieso sollte er in seinem Zimmer sein? Er ist doch vorhin weggelaufen. Die Herren hier meinten, er könnte in seinem Zimmer sein.
Also habe ich da mal schnell nachgeschaut. Doch, da ist niemand. Naja, rein theoretisch sollte er bis 8 Uhr wieder da sein, wenn ich Wilhelm richtig verstanden habe. Sie könnten Gunther hinter ihm herschicken. Der ist fit genug, um ihn einfach wieder einzuholen. Nun, als unser Patient sollte er spätestens um 5 Uhr wieder hier sein, weil dann ja schließlich Abendessenzeit ist. So, aber wer liegt denn jetzt wo? Klären Sie mich mal auf. Ich komme aus gar nicht mehr mit. Wo ist jetzt eine Leiche? Und was hat das mit unserem Patienten Hans-Peter Huber zu tun? Also, dort hinten in dem Wäldchen, in der kleinen Schlucht, die dort ist, nahe der Brücke liegt ein Toter. Dieser wurde von meinen Begleitern, Herrn Wolf und Herrn Stöckle, als eben jener Hans-Peter, der bei Herrn Richter mit auf dem Zimmer lebt, identifiziert. Und zu unserem Erschrecken wollten wir, als wir zurück sind zum Gebäude, um das zu melden, wo kam uns Hans-Peter halt entgegen. Und auf unsere Ansprache lief er dann weg. Und um das zu verifizieren, bin ich nochmal hinüber zu der Brücke gesprungen und hab runterguckt und er lag dann immer noch da. So, daraufhin haben wir dann hier die Schwester informiert und sind mit dem, und ich bin noch einmal mit dem Pfleger Gunther dorthin, um mich auch noch einmal davon zu überzeugen, dass dort immer noch diese Leiche liegt. Und sie ist natürlich immer noch dort vor Ort. Das ist eigentlich die ganze Geschichte. Und ihre Schwester, die hat uns gar nicht geglaubt. Ich glaube, die hat eher im Gedanken schon überlegt, wo sie die Zwangsjacken hingelegt hat, dass sie uns da einsperren kann. Darf ich fragen, ist Ihnen eventuell bekannt, ob Herr Hubert einen Bruder hat? Nein, Herr Hubert ist ein alleinstehender Mann, Einzelkind. Da wäre mir nichts bekannt über einen Bruder. Und, Schwester, Sie haben Herrn Hubert eindeutig identifiziert. Ja, sicher, Herr Professor. Na, dann werden Sie sich wahrscheinlich getäuscht haben. Es kann ja nicht sein, dass eine Person gleichzeitig tot und nicht tot ist und an zwei verschiedenen Orten. Wir werden uns das gleich mal ansehen und die Polizei wird sich dann wohl um diesen Fall kümmern müssen. Das ist eine äußerst delikate und unangenehme Sache, die natürlich kein gutes Licht auf unsere Anstalt hier wirft. Ich hoffe mal, es ist keiner unserer Patienten. Aber selbst dann ist es natürlich noch äußerst tragisch. Herr Kollege, Sie haben sich das Opfer genau angesehen und sind sicher, dass die Person tot ist? Nun, er liegt dort unten in der Schlucht. Ich meine, das ist zwar nicht sehr tief, aber ich traue mir dann dennoch diese Kletterpartie dann nicht zu und dementsprechend war ich nicht direkt vor Ort. Nein, ich habe es nur von oben beurteilen können. Das waren Herr Wolf und Herr Stöckle. Ich habe zumindest keinen Puls gespürt. Ja. Der hat ziemlich tot ausgesehen. Also bleich war er und nah ist rum. Wenn Sie allerdings davon ausgehen, dass noch Hoffnung in irgendeiner Weise besteht, sollten Sie vielleicht schleunigst jemanden hinschicken. Ja, es sind schon Leute unterwegs, die sich darum bemühen werden. Zu dumm. Naja, ich gehe davon aus, dass die Polizei dann wohl im Laufe des morgigen Tages dann auch hier ist. Morgen? Was denken Sie denn, wie schnell die hier sein können? Müssen hier erstmal einen Boten entsenden und bis die hier eintreffen. Soll das heißen, er soll dann über Nacht da drin liegen bleiben? Na, ich werde eine Wache aufstellen müssen. Ach, das ist bei der sowieso schon sehr, sehr dünnen Personaldecke, aber was stellen Sie sich denn sonst vor? Naja, Sie könnten versuchen, ihn zu bergen. Ja, der Pfleger, der da mit dem Otto da war, der sieht ja aus, als könnte er zupacken. Vielleicht kann man den Toten anbinden und dann kann man den hochziehen. Ich denke auch, dass es angebracht wäre, die Leiche zu bergen. Ich meine, stellen Sie sich vor, in der Nacht kommen irgendwelche wilden Tiere und knabbern die Leiche an oder so. Und ich meine, das wäre doch furchtbar, oder? Vor allem würde es Spuren verwischen, unter Umständen. Ja, aber es wird auch viel mehr Spuren verwischen, wenn wir jetzt diesen Ort betreten und von unserer Seite aus verändern. Ja, Sie können doch, das ist doch pietätlos. Sie sind doch ein christliches Haus. Sie können doch nicht da einfach einen Verstorbenen in der Schlucht liegen lassen, bis dann irgendwann morgen die Polizei kommt und dann sagt der Polizist, oh Gott, das habe ich gar nicht gewusst. Jetzt habe ich meine Ausrüstung nicht dabei. Ich komme übermorgen wieder mit meiner Ausrüstung. Bis dann der Richtige am richtigen Ort ist, ist das ein Skelett.
Na, das glaube ich nun mal wieder nicht, aber ich möchte da eigentlich im Interesse unseres Hauses keine unnötigen Fehler begehen. Und wenn sich herausstellen sollte, dass dies kein Patient unserer Klinik ist, dann soll sich die Polizei darum kümmern. Ach ja, wenn Sie meinen. Wir haben hier äußerst fähige und kompetenten Kollegen von der Polizei. Da mache ich mir eigentlich keine Sorgen und ich möchte mich da auch nicht unbedingt mit denen anlegen. Sagen Sie, Herr Professor, Ihre Patienten, Gäste, gibt's da auch die Möglichkeit für Freigang? Dann würden wir nämlich den Wilhelm mitnehmen und dann sind wir Ihnen aus dem Weg. Dann sind schon vier weniger, um die Sie sich sorgen müssen. Was heißt denn Freigang? Selbstverständlich haben unsere Patienten Freigang, können sich hier frei bewegen auf dem Gelände. Ich meine aber, dass er nicht wieder um 5 Uhr beim Essen sein muss, sondern dass er auch mal über Nacht fort kann. Ja, das ist natürlich eine ganz andere Sache. Wir haben natürlich eine gewisse Verantwortung für unsere Patienten und die sind natürlich hier, um möglichst viel Ruhe zu bekommen und ihrer Genesung zuträglich ist. Da kann ich es natürlich nicht gutheißen, wenn jemand über Nacht halt nicht anwesend ist. Aber er ist doch in ärztlicher, unterärztlicher Aufsicht. Nicht wahr, Otto? Aber natürlich würde ich ihm all mein ärztliches Fachwissen angedeihen lassen, dass es ihm... Also wir würden natürlich alles vermeiden, was seiner Genesung in irgendeiner Weise widersprechen würde. Also sollten Sie nichts dagegen haben, würden wir Herrn Richter dann auch heute wohl mal mitnehmen. Und abgesehen davon werden Sie doch sicherlich zustimmen, dass ein ruhiger Abend unter Freunden ihm nicht schaden wird. Ein ruhiger Abend bestimmt. Was haben Sie denn vor? Was gedenken Sie denn für einen ruhigen Abend? Ja, Kartenspiele oder so. Herr Kollege, könnte ich Sie vielleicht kurz unter vier Augen, würde ich Ihnen dann so ein bisschen am Arm nochmal so ein bisschen zur Seite schieben. Sie sehen ja selber, dass Herr Richter sich etwas, wie soll man sagen, gehen lässt. Also, er macht jetzt nicht den Eindruck, als wäre er sehr bemüht um seine Genesung. Und nun, ich könnte mir vorstellen, dass ein wenig Motivation ihn dazu bringt, sich etwas mehr anzustrengen. Das können Sie auf alle Fälle laut sagen. Das würde ich sofort unterschreiben. Und was schwebt Ihnen da so vor? Ach nun, der Weg ins Dorf ist nun mal etwas weiter und ich könnte mir gut vorstellen, dass an der einen oder anderen Stelle er vielleicht dann doch seinen Rollstuhl zumindest mal für einen Moment verlassen muss, um weiterzukommen. Und wann gedenken Sie, Herrn Richter, wieder zurückzubringen? Nun, ich denke, im Verlauf des morgigen Tages. Wir haben eine Unterkunft unten im Dorf. Wir würden dann ihn dort über Nacht dann einquartieren und am morgigen Vormittag dann den Rückweg antreten. Nun gut. Ich werde ihn zu treuen Händen in Ihre Hände geben. Allerdings wäre es mir sehr recht, wenn Herr Richter morgen vor 10 Uhr wieder hier wäre. Können Sie das einrichten? Das wird sich sicherlich einrichten lassen. Zur Not wird er halt ein wenig angetrieben werden müssen. Nun gut, dann viel Erfolg. Ja, vielen Dank. Gut, Wilhelm, dann wollen wir mal. Was wollen wir mal? Zieh deine festen Schuhe an, jetzt geht's runter ins Dorf. Auf. Okay. Aber was ich so im Kopf habe, war doch die Zufallsstraße recht ruppig, oder? Denkt ihr, dass ich da mit dem Rollstuhl runterkomme? Na sicher, das sollte überhaupt kein Problem sein. Na gut. Wir geben dir einen Stoß und hui, saust der Wilhelm der Berg nach. Ich weiß ja nicht, ob mir das gefällt, aber... Erst will der Herr fort, dann hat er die Chance fortzukommen, dann traut er sich nicht. Du kannst auch gern hierbleiben, dann gehen wir jetzt. Na, alles gut, ich komme schon mit. Wisst ihr noch unten die Gaststube, die sah sehr, sehr gut aus, oder? Und der Schweinsbraten, habt ihr den Schweinsbraten gerochen? Oh, wirklich? Ja. Da gibt's Schweinsbraten, oh, na, dann... Und die Knödel, die sind bestimmt so groß wie Kindsköpf. Pack meine Sachen, ich
zieh mir die festen Schuhe habe ich da im Kasten in meinem Zimmer. Kann mir da jemand beim Anziehen helfen? Wir sollten aufbrechen, bevor es zu dunkel wird. Na dann los und jetzt. Die Gastwirtschaft vielleicht zusperrt. Das wollen wir ja nicht, oder? Oder der Schweinsbraten aufgegessen ist. Wir richten uns ganz nach dir. Du bist derjenige, der die Geschwindigkeit vorgeben muss. Okay, na gut, Schuhe an, das zweite Hemd noch eingepackt und los geht's. Ich schau Fritz an. Na, geht doch. Hm. Er hat ja keine Ahnung. Psst. Ja, und gefühlt keine 5 Minuten später steht ihr gemeinsam wieder vor dem Gebäude bereit, den Weg zum Dorf aufzumachen. Ihr wählt natürlich den kürzesten Weg, ne? Ja, klar. Oder wollt ihr lieber die einigermaßen gut ausgebaute Straße nehmen? Eine extra Umweg machen? Nein. Und uns das gute Bier entgehen lassen? Nee. Je schneller, desto besser. Okay, dann. Meint ihr nicht, dass es da etwas steil runtergeht? Nein, wieso? Ich kipp ja fast vornüber in meinem Rollstuhl. Vielleicht solltest du denn einfach hier mal parken und komm, hak dich unter, Wilhelm. Genau, du hakst dich ein und ich schieb dann deinen Rollstuhl. Okay. Komm, ich komme hier auf die andere Seite. Umso länger wir warten, umso wärmer wird's Bier oder der Wein. Und vor allem hat's dann vielleicht keine Schweinshaxen mehr. Oh. Wenn die Küche zumacht, bevor wir ankommen, das wäre ein Ärger. Oh. Ja, durch diese Sticheleien ermutigt, probiere ich tatsächlich mal aus dem Rollstuhl auszustehen. Was deutlich leichter geht als... aber du wahrscheinlich niemals zugeben würdest. Ein bisschen wackelig bin ich, aber na schau, das geht ja ganz gut. Aber Fritz halt mich doch noch vielleicht ein bisschen... Aber sicher doch, Wilhelm. Weißt du, und wenn du das jetzt gut machst, dann verspreche ich dir, dann trinken wir nachher nach dem Schweinsbraten auch einen schönen Enzian. Irgendwie hat mir eure Ankunft wohl neue Kraft gegeben. Anders kann ich mir das nicht erklären. Erstaunlich. Mit vereinten Kräften und fast einem Wunder gleich gelangt ihr gemeinsam ins Dorf, was, wie gesagt, wirklich nur ein Dorf ist. Das Gasthaus, in dem ihr untergekommen seid, ist auch eher bescheiden, klein, so eine Pension. Von daher ist da jetzt nicht wirklich so vielversprechendes, aber gut, immerhin. Man hat da einen kleinen Schankraum und es gibt auch eine einigermaßen gute Küche, die sicherlich Deftigeres an Speisen zu bieten hat als im St. Michaelis-Stift über die ganze Aufenthaltszeit, die Wilhelm dort hatte, zu bieten hat. Aber Otto, denkst du nicht, dass das kräftige Essen jetzt dem Wilhelm schaden könnte? Soll man ihm nicht lieber Suppe bestellen und den Tee? Fritz, wo kommen wir denn dahin? Bisschen Trockenbrot. Ich muss zu Kräften kommen. Ihr wollt mich doch verarschen, oder? Also natürlich. Lassen wir es gut sein. Er ist doch schon gelaufen. Wir haben doch schon unser Ziel erreicht. Ja, das stimmt. Übrigens die ganze Strecke, Mimose. Komisch, ne? Ja, ich hätte mir ja nicht zu träumen gewagt, aber scheinbar bin ich doch noch kräftiger, als ich erwartet hätte. Ja, die haben mich da auch wirklich verhätschelt. Also das muss man schon sagen. Ich habe ja versucht, stark zu bleiben, aber die haben einem das nicht einfach gemacht. Nein, und vor allem, weil sie ja nichts zum Rauchen und zum Trinken gegeben haben. Ja, das sowieso. Also das ist ja... Also, wenn es irgendwo eine Möglichkeit gäbe, sich zu beschweren bei irgendeiner Kammer, die für so Sanatorien zuständig ist, ja, die... Boah, also einen Beschwerdebrief würde ich da schreiben. Na, der hätte sich gewaschen. Aber ja. Ich werde Ihnen auf jeden Fall noch meine Meinung geigen, wenn ich hier raus bin. Und Sie wissen, was für unzumutbare Zustände Sie hier haben. Das wirst du schön sein lassen. Du wirst dich schönartig dafür bedanken, dass Sie dich so gut gepflegt haben. Du sagst mir nicht, was ich zu tun und zu lassen habe. Ich weiß schon, wie die mich behandelt haben. Du wolltest also doch nur eine Suppe? Das ist Erpressung. Ja, aber unter ärztlicher Aufsicht. Weißt du, Wilhelm? Manchmal muss man vorsichtig sein. Man sieht sich immer zweimal im Leben, hat mein Opa gesagt. Nachher passiert dir wieder was und dann kommst du da hin. Dann heißt das, ist der Querulant aus Heidelberg und dem zeigen wir jetzt mal richtig, wie es ist, wenn man vernachlässigt wird. Außerdem denk mal an Clara. Die ist immer noch da. Dass sie mir das nicht gesagt haben, das ist ja auch so eine Sache. Ich meine,
weiß nicht, ob sie wissen, dass wir verwandt sind, aber ärgert mich trotzdem. Komm hier, spül dein Ärger mit einem Schluck Bier runter. Das erste Mal seit langem. Apropos, man sitzt sich immer zweimal im Leben. Was ist das nun mit diesem Hans-Peter? Könnt ihr mir das jetzt mal erklären? Können wir uns das überhaupt erklären? Und seid ihr euch wirklich sicher, dass das der Hans-Peter war, der da unten in der Schlucht lag? Vielleicht nur irgendjemand, der ihm ähnlich sah. Fritz, du warst doch auch dicht dran und hast den gesehen. Der sah doch so aus, oder nicht? Ich sag, es müsste ein verdammt großer Zufall sein, dass der eben, also der hat ihm nicht nur ähnlich gesehen, das war er. Ich muss aber auch sagen, mittlerweile bin ich mir ehrlich gesagt auch nicht mehr so sicher. Ich meine, er ist eindeutig Richtung Dorf gegangen. Meinst du, er ist hier? Und ich guck mich mal im Gastraum um. Sag mal, Wilhelm, weißt du, seit wann der Hans-Peter im Damen-Senatorium war? Also, als ich gekommen bin, war er schon da. Aber wie gesagt, er war ja nicht so der Gesprächigste. Er hat immer nur komische Andeutungen gemacht und irgendwelche ängstlichen Bemerkungen. Aber ja, er war auf jeden Fall länger da als ich. Meinst du, der hat das da damals in Wien als bisher? Vielleicht hat er das auch mitbekommen. Was wird das denn für ein Zufall? Ach, das wäre doch wirklich ein sehr merkwürdiger Zufall. So wie wir zufällig dem Typen aus dem Vatikan immer wieder in die Arme laufen. Meinst du, der war im Dom dabei? Ja, oder vielleicht in der Nähe. Jetzt, Wilhelm, was hat er denn genau erzählt? Er hat nur gesagt, dass ihm etwas Merkwürdiges widerfahren ist in Wien. Und dass er, also er hatte vor etwas Angst, aber er wollte nicht mit der Sprache raus, was es genau war. Ich habe ja meinen ganzen Charme spielen lassen, um ranzukommen ans Geheimnis, aber er wollte partout nicht mit der Sprache raus. Hast du ihm denn genau erzählt, was dir widerfahren ist? Natürlich nicht. Ich meine, so gut habe ich ihn ja nicht kennengelernt. Er war ja ein ziemlich Verschlossener und ich erzähle auch nicht jedem Dahergelaufenen, was wir für abartige Dinge erlebt haben. Ja, natürlich. Ich meine, bloß vielleicht hätte man davon ableiten können, ob er eventuell dasselbe erlebt hat. Oder sowas in die Richtung. Ja, jetzt im Nachhinein betrachtet. Aber ganz ehrlich, wir hätten ihn doch gesehen, wenn er dort gewesen wäre, im Dom mit uns, ich hätte mich doch an sein Gesicht erinnert. Ja, aber draußen waren schon auch noch andere Passanten, die da durch den Regen gelaufen sind und Schutz gesucht haben. Also der kann da schon bei gewesen sein, keine Ahnung. Ja, außerdem hatte ich ja eigentlich andere Sachen zu tun, als auf die Zaungäste zu schauen. Das hatten wir alle. Vielleicht sollten wir jetzt auch das Thema wechseln. Ja, der Tag ist zu schön. Da kommt ja schon der Schweinsbraten und die Knödel. Der lässt mich gleich die Sachen vergessen. Also Prost und Mahlzeit. 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 Übertreib nur nicht. Wilhelm, ess nicht so viel, es muss auch noch ein Kaiserschmarrn als Nachtisch rein. Dafür ist auf jeden Fall noch Platz. Und so verbringt ihr den Rest des Abends mit Erinnerungen an die Vergangenheit und Plaudern und vielleicht auch noch ein paar Planungen und Ideen, was die Zukunft so alles bringen soll. Und ein Bier gibt sich dem nächsten. Und wann der Abend endet, wisst ihr eigentlich gar nicht mehr so richtig. Aber auf alle Fälle verbringt ihr eine einigermaßen erholsame Nacht in dem Gasthof. Bis am nächsten Morgen recht früh die Hähne des Dorfes schreien, krähen und euch Stadtmenschen versenkrecht im Bett sitzen lassen. Oh, mein Schädel. Wir hatten die Hühner hier neu gelassen. Bring sie raus. Oh Herrgott nochmal. Meine Fresse, haben wir gestern viel getrunken, ne? Oh nein, es ist schon hell, oder? Wann solltest du nochmal zurück sein? Ach, irgendwann im Laufe des Tages. Gegen 10 Uhr. Was? So früh? Habe ich das gestern nicht mehr erwähnt? Wie spät ist es denn? Ich könnte... warte, lass mich... Was? Es ist schon 7. Puh. Also dann wird das Frühstück wohl nicht so reichhaltig ausfallen. Ja, das wird sehr knapp. Wir können uns einfach auch dann hinterher ein bisschen beeilen. Ja, dann los oder so. Sollten wir aber den Rollstuhl gleich hier lassen, weil der ist viel zu unhandlich. Natürlich, wir lassen den Rollstuhl hier, dann zeigen wir, wie der Wilhelm sich rekonvalisziert hat oder wie das heißt, dass unsere Gesellschaft viel besser ist als dieses Sanatorium, dann kann man heute Abend wieder mit heimnehmen. Das klingt doch nach einem soliden Plan.
Wollen wir nur hoffen, dass der Professor dort mitspielt. Ach, du wirst ihn schon überreden können. Das soll sich um sein Leich kümmern und nicht um den Wilhelm. Wir sind gerade einen Tag da und der hopft schon wie ein ganzer Berg nach. Siehst du, wie ich den Berg raufschaff mit meinen schwachen Beinchen? Du musst. Versuch, mach ich. Ich sag dir, Wilhelm, zeigst dem Professor, wie du laufen kannst, dass du genesen bist. Dann kommst du da raus. Wenn du jetzt natürlich einen auf Jammerlappen machst, dann bleibst du noch ein halbes Jahr dort oben. Nee, ich krieg das schon hin. Ich schaff das schon. Außerdem, mein Ruf steht auf dem Spiel und ich komm dich nie wieder besuchen, wenn du das jetzt nicht schaffst. Jetzt reißt du dich zusammen, Wilhelm, und dann kann der Otto da eine Abhandlung drüber schreiben und dann ist der Rugizugi Professor. Aber vorher sollten wir frühstücken. Ein wahres Wort, Herr Professor. Da sitzt der wahre Professor. Na dann los. Hoffentlich gibt's frische Eier von den Hühnern, die uns da aus dem Bett geschrien haben. Das sind die Hähne. Die legen keine Eier. Oh weia, der Hahn legt keine Eier. Also das Mindeste wär's, dass wir zumindest ein paar Eier kriegen. Guter, starker Kaffee. Und Butter und Käse und Speck. Und so ein richtig schönes Bauernbrot. Diese Wünsche werden euch definitiv erfüllt, denn unten im Frühstücksraum der Pension gibt es ähnlich so deftig, wie es gestern Abend halt den Schweinsbraten gab, jetzt auch ein reichliches, ordentliches Bauernfrühstück. Mit allem, was das Herz begehrt, zumindest mit allem das, was so das ländliche Leben im Dorfe hergibt. Wie viele Eier sollen es sein? 3? 4? Ja, 2 naja. Spiegeleier mit Speck. 3 klingt doch ganz gut. Da schließe ich mich an. 3 klingt gut. 3 ist gut und ein extra Ei hier für unseren Wilhelm. Wilhelm, ich muss es nochmal betonen, du bist ein rechter Sickel. Aha. Bevor ich da oben Haferschleim und dünnen Tee getrunken hätte, da hätte ich aber meine Beine in Bewegung gebracht und wäre hier runter und hätte hier jeden Morgen gefrühstückt. Ach, warum ist mir diese Idee nicht gekommen? Ja, warum? Ich weiß es ja nicht. Ich war wohl benebelt. Die haben mich einfach schwach gemacht. Aber gut, dass ihr da seid und mir gezeigt habt, wozu ich eigentlich doch wieder in der Lage bin. Hätte ich mir echt nicht gedacht. Ja. Und ich fühle mich auch viel lebendiger als die letzten Wochen. Also, ich habe kaum Schmerzen. Und der Arm scheint sich auch besser zu bewegen als noch gestern. Das kommt, wenn man ordentlich isst. Das hat sicher auch dazu beigetragen. Wir sollten uns langsam auf den Weg machen, weil sonst schaffen wir es nicht rechtzeitig darauf. Das ist ein sehr wichtiger Hinweis, denn tatsächlich ist die Zeit schon sehr weit fortgeschritten. Und zumal es natürlich zu dem Stift nur bergauf geht, dürfte der Weg dorthin durchaus ein bisschen länger sein, als er noch gestern Abend war. Aber mit vereinten Kräften schafft er es den Berg hinauf und kommt, naja, wenn man die akademische Viertelstunde mit betrachtet, einigermaßen pünktlich dort oben an. Das war jetzt schon ein ganz schön anstrengender Aufstieg. Aber du hast es geschafft. Ah. Mhm. Ja, ich bin selbst so mehr erstaunt. Und du stehst immer noch da. Es war schon anstrengend, aber es ging. Und ich fühle mich zwar müde, aber ich meine, ihr fühlt euch doch auch müde, oder? Also der Aufstieg war doch recht mühsam, aber ich fühle mich nicht so schlapp wie die letzten Tage, obwohl ich die letzten Tage eigentlich gar nichts gemacht habe. Also, ja, Freunde, ich muss sagen, eure Ankunft tut mir sehr, sehr gut. Siehst du? Das ist auch gut so, weil wir haben gerade gar keinen Rollstuhl mehr da. Ups. So, den haben wir noch vor der Wirtschaft geparkt. Oh, Herr Richter, ich sehe, Sie sind auch wieder da. Ja. Hat Ihnen der kleine Ausflug gut getan? Schwester Ingrid meldet sich. Mehr als gut. Ich bin erstaunt, wie gut dieser Ausflug zu meiner Genesung beigetragen hat. Ich denke, wir sollten das in die alltägliche Behandlung mit aufnehmen. Schwester Ingrid, uns ist da ein kleines Malheur passiert. Oh, welches denn? Wir haben den Rollstuhl vom Herrn Richter unten im Dorf vergessen. Das heißt, wir müssten heute noch mal runter, um den Rollstuhl zu holen. Naja, wenn ich mir das aber so ansehe und anhöre, scheint das ja nicht unbedingt die größte Eile zu haben, nicht wahr? Und Herr Richter, was Ihren Vorschlag betrifft, dass wir
das jetzt ins tägliche Programm mit aufnehmen. Ich glaube, das sollten wir tatsächlich tun. Jeden Morgen einen schönen großen Spaziergang über die Almwiesen machen und Wilhelm runter ins Dorf zum Frühstück. Und runter ins Dorf zum Frühstück. Und sie blickt auf ihre Uhr und ja, dann können Sie auch in 5 Minuten beim Frühsport sein. Nicht wahr? Die Gymnastikstunde wartet auf Sie. Was denn für ein Frühsport? Nee, da gehst du ganz artig hin. Ich wusste, das Ganze hat einen Haken. Jetzt zeigst du dir, was in dir steckt. Das dient alles der Genesung, vergiss das nicht. Ja, Genesung. Ihr habt ja leicht reden, aber gut, soll so sein. Fang nicht wieder an, hier weinerlich zu werden. Und ich ziehe Würstle aus meiner Tasche. Wilhelm, wenn du die Gymnastik gut machst, dann gibt's hier ein Leckerli. Oh. Na, das ja. Hätte ich aber jetzt hier nicht gesehen haben. Das verbuche ich einfach unter Medikament. Sind Sie damit einverstanden? Wie gut ist dein Charme oder Überreden oder Überzeugen? Moment. Wo haben wir es denn? Charme. Moment. Oh. Jetzt bin ich mal gespannt. Oh. Ja, 11 von 40. Otto, der Arzt, dem die Frauen vertrauen. Ne? Na gut. Dann bekommst du auch einen netten Augenaufschlag zurück und einen mehr als deutlichen Anflug eines Lächelns. Und wahrscheinlich haben sie recht. Aber die Medikamente sollte Herr Richter vorher auf alle Fälle noch nehmen, sagt sie, und reicht ein kleines Schälchen mit ein paar Tabletten rüber. Das kann aber nicht gesund sein, so viele Medikamente. Das hat schon so alles seine Richtigkeit. Wilhelm? Ich lasse das alles über mich ergehen. Wenn ihr glaubt, dass mir das hilft, dann wird mir das wohl helfen. Ich mach meinen Mund auf und schluck brav meine Medikamente. Nun gut. Was sind eure weiteren Planungen? Wilhelm beim Frühsport zuschauen. Das könnte unterhaltsam werden, ja? Ich würde gern mal Richtung Brücke gehen und runterschauen, ob sich da was getan hat. Dem würde ich mich anschließen. Das heißt, Otto lässt sich von Schwester Ingrid die Sonnenterrasse zeigen, von der aus man einen sehr guten Überblick über die Gymnastik Treibenden hat, während Fritz und Albert einmal quer über den Park laufen und sich die Fundstelle der Leiche da nochmal anschauen, wo sich mittlerweile auch ein paar mehr Menschen eingefunden haben. Zunächst einmal müsste er an Gunther vorbei, der dort Posten bezogen hat und versucht, alle, die aus Richtung des Parks kommen, davon abzuhalten, in das Wäldchen reinzugehen. Aber nachdem klar wird, dass ihr keine Patienten seid, ist ihm das so ziemlich egal und er lässt euch durch. Und in der Brücke sind 3 Männer beschäftigt. Einer scheint wohl ein Fotograf zu sein, der noch gerade irgendwelche Bilder von der Leiche und der Situation dort machen. Ein weiterer kümmert sich um die Leiche da unten, dreht sie alle um, durchwühlt die Taschen, schaut sich alles genau an, während der Dritte oben auf der Brücke steht und sich den ganzen Vorgang von dort oben anschaut. Wenn er die Leiche umdreht, sehen wir dann das Gesicht. Wenn man sie umdreht, sieht man das Gesicht, ja. Ja. Und ist es immer noch das Gesicht vom Hans-Peter? Es ist immer noch das Gesicht von Hans-Peter. Siehst du, Albert, ich habe mich nicht getäuscht. Ich wusste es doch. Es ist wirklich. Aber wie kann es sein? Vielleicht sollte man noch mal nach Schwester Ingrid gucken, ob der Hans-Peter heute Nacht in seinem Zimmer war. Ach Mist, das wollte ich doch gleich noch fragen. Ja. Ich denke, wir können hier nichts bewirken. Das sieht aus, als würden die professionell die Arbeit machen. Es gibt zumindest einen Fotograf, der das alles fotografiert. Ja, ich denke, näher ran werden sie uns eh nicht mehr lassen. Ja. Lass uns Schwester Ingrid suchen. Ja. Also geht er wieder zurück. Ja. Auf der Sonnenterrasse trifft nach einiger Zeit auch der Professor ein. Ah, Herr Professor. Er hat sich eine Zigarre angesteckt, die er genüsslich halt dort raucht. Ja, guten Morgen, Herr Kollege. Wie ist der ruhige Abend verlaufen? Ach, bestens. Er hätte nicht besser laufen können. Sehen Sie dort unten Herrn Richter? Ist das Herr Richter da unten?
Nun, was würden Sie sagen, dass er gestern die Strecke nach unten gelaufen ist und heute Morgen auch wieder herauf? Na, ich bin entzückt, Herr Kollege. Respekt. Allerdings unter uns, er ist schon ein gewaltiger Simulant, nicht wahr? Das kann ich weder, ja, das ist er. Ein wenig wehleidig, der Gute. Ja, ich habe mir sowas schon gedacht bei den Untersuchungen. Die Muskelreflexe, die wir bemerkt haben, und die Schmerzreflexe, ich konnte es mir nicht anders vorstellen. Aber, na ja, ein Schauspieler. Ja, ein wenig, aber... Naja, ich kann es ihm nicht verdenken. Also, wie das alles so passiert ist, sein Unfall, das... Nun ja, ich denke, das hat ihn schon etwas mitgenommen. Oh, jetzt machen Sie mich aber neugierig. So wirklich viel habe ich ja bisher nicht erfahren. Was waren denn die Ursachen? Hat Herr Richter Ihnen das nicht erzählt? Alles, was ich weiß, ist, dass es wohl zu irgendeiner Art Schlangenbiss gekommen ist oder dergleichen. Aber nichts Näheres über die Umstände weiß ich nicht. Naja, sehr viel mehr gibt's darüber ja auch nicht zu sagen. Mit Schlangenbiss sind sie da schon ziemlich nahe dran. Er wurde halt durch eine exotische Schlange gebissen. Und es war halt ein Unfall, aber das hat ihn dann doch etwas mehr getroffen, als er vielleicht zugeben wollte. Ja, wundersam, wundersam. Aber wir haben hier mit sehr vielen Schicksalen zu tun. Aber wem sage ich das? Das kennen Sie wahrscheinlich ebenso aus Ihrer Praxis in Heidelberg, nicht wahr? Ich kenne es bis jetzt nur aus dem Krankenhaus heraus. Und dort ist es ja dann doch eher so, dass wir die Patienten nur sehr kurz sehen. Ich glaube, Sie haben hier kriegen ein wesentlich besseres und umfangreicheres Bild von Ihnen, als ich überhaupt je die Möglichkeit haben werde. Ja, ich kann durchaus behaupten, dass wir hier einige Schicksale betreuen und begleiten. Ach, apropos Schicksale, bedauerlicherweise hatten Sie wohl recht. Wir haben tatsächlich die Leiche von Hans-Peter Hubert gefunden. Tragisch, tragisch. Es scheint sich wohl von der Brücke gestürzt zu haben. Es war ein Selbstmord? Es deutet alles darauf hin. Entschuldigen Sie, ich hatte nur nicht sehr viel Kontakt zu ihm, aber er machte mir nicht den Eindruck einer selbstmordgefährdeten Person. Naja, unter Kollegen kann ich ja durchaus ein bisschen offener sein, aber Herr Hubert war schon sehr labil mit zahlreichen Angstzuständen und Zwangsvorstellungen. Tja, ich hatte zwar eigentlich den Eindruck, er sei mittlerweile recht stabil bei uns, aber... Irgendwas scheint ihn dann wohl doch aus der Bahn geworfen zu haben. Tragisch, tragisch. Darf ich fragen, welche Art von Phobien er ausgebildet hat? Oh, so vielfältiger Natur. Die meisten sind aber auf die beengten Räumlichkeiten in den Städten und so weiter zurückzuführen. Er war schreckhaft vor Fahrzeugen aller Art, Menschenansammlungen, engen Räumen, geschlossenen Räumen. Ein sehr breites Spektrum. Nun, das ist natürlich ein sehr schweres Schicksal. Das verstehe ich. Aber wie gesagt, das ist... Wir hatten ihn, wie gesagt, kurz vorher erst kennengelernt und dort machte er, wie gesagt, nicht den Eindruck, als würde er jetzt jeden Moment sich... Ja, also er machte nicht den Eindruck eines einer Person, die demnächst sich von einer Brücke stürzen würde. Und dem würde ich ja eigentlich beipflichten. Wie gesagt, eigentlich war er in unserem Hause als sehr stabil zu verzeichnen, aber man steckt ja nicht drin. Manchmal ändern sich solche Sachen von einer Sekunde auf die andere. Da haben Sie recht, der menschliche Geist ist sehr leicht zu zerbrechen. Nun aber ist die andere Person noch einmal aufgetaucht, die wohl... fälschlicherweise für Herrn Huber gehalten wurde. Das ist mir nicht bekannt. Aber ich nehme an, das ist eine reine Verwechslung gewesen. Vielleicht im Zuge der Aufregung oder des Durcheinanders. Ja, davon müssen wir, glaube ich, dann wirklich ausgehen. Die Schwester Johanna ist erst seit sehr kurzem bei uns. Vielleicht hat sie sich auch einfach vertan. Geht es ihr denn soweit gut?
Nun, die Tatsache, dass sich einer unserer Patienten hier das Leben genommen hat, belastet sie natürlich durchaus auch. Aber sie wird darüber hinwegkommen. Ja, das ist ja, das ist die Hauptsache. Und haben Sie mitbekommen, ob das irgendjemand gesehen hat, wie er sich dort hinabgestürzt hat? Nein, ist mir zumindest nicht kommuniziert worden. Naja, es war auch reine Neugier. Entschuldigen Sie bitte. Ach, alles gut, alles gut. Ich freue mich, wenn ich mal hier mit einem Kollegen ein wenig plaudern kann. Wir sind hier ja doch ziemlich weit ab vom Schuss. Tja, das hat mich auch schon etwas überrascht. Ja, also dann komme ich von unten ziemlich verschwitzen. Also... Ich weiß nicht. Herr Richter, okay. Sie machen ja gewaltige Fortschritte. Ja, ob dieses von 0 auf 100 jetzt wirklich die richtige Therapie ist, mag ich noch nicht zu beurteilen, aber es ist tatsächlich unglaublich, wozu der menschliche Körper in der Lage ist, wenn man's nur drauf ankommen lässt. Ja. 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 Ah, der Herr Professor. Haben Sie schon den Entlassungsschein für den Herrn Richter fertig? Na, noch nicht, aber ich habe den Eindruck, dass ich mich damit wohl baldigst befassen müsste. Ich denke, wir können ihn heute Abend schon mitnehmen. Wir sollten es ja nicht gleich übertreiben, nicht wahr? Mensch, Wilhelm, du siehst schon sportlicher aus als Fritz. Das ist ja auch keine Kunst. Ah, dann müssen wir den Herrn Richter trotzdem mitnehmen, weil schließlich steht ja im Dorf noch sein Rollstuhl, den muss er dann auch holen. Und hochschieben, selbstverständlich. Den muss er selber hochschieben. Natürlich. Das mache ich nicht. Nee, er hat ja darauf bestanden, dass er ihn mit runternimmt, also muss er ihn auch wieder hochbringen. Ach, Menno. Ich zwinkere dem Wilhelm zu. Ah, ja, das stimmt. Ich muss den Rollstuhl, ich meine, das ist doch... ihr Eigentum und es wäre mir äußerst unangenehm, wenn wenn er gestohlen werden würde. Das heißt, ich muss ihn unbedingt holen. Es ist mir ein durchaus großes Anliegen. Ja, wir würden Sie auch persönlich haftbar dafür machen, wenn dieser Rollstuhl abhanden kommen würde, sagt der Professor mit einem mindestens ebenso unauffälligen Augenzwinkern in Richtung von Otto und Co. Das wird teuer. Ja, die Herren, dann wissen Sie ja, was Ihre Aufgabe ist und entschuldigen Sie mich bitte, ich habe noch weitere Patienten zu versorgen. Einen schönen Tag noch. Einen schönen Tag. Schönen Tag. Das habt ihr wieder gut eingefädelt, Freunde. Das hören wir öfter. Das heißt... Und jetzt behauptest du nochmal, wir würden uns nicht um dich kümmern, Wilhelm. Dann nie wieder behaupte ich das. Sag mal... Hast du Schwester Ingrid beim Sport gesehen? Nein, sie war nicht da. Weil der Tote da unten, das ist tatsächlich, wir haben es nochmal gesehen, das ist tatsächlich Hans-Peter. Und jetzt wollten wir Schwester Ingrid fragen, ob Hans-Peter heute Nacht in seinem Zimmer war. Das wäre wirklich eine interessante Information. Ja, dann lasst uns sie suchen. Also geht er wieder zurück zu den Wilhelms-Trakt, Richtung Wilhelms Zimmer. Und da ist wahrscheinlich die größte Wahrscheinlichkeit, Schwester Ingrid anzutreffen. Der Feuer muss sich ja Wilhelm bestimmt mal waschen oder duschen, nachdem er so heftig Sport getrieben hat. Tatsächlich trefft er sie auch an und sie erblickt euch auch schon vom Weiten und, der Herr Richter, wie ich sehe, haben sie eifrig Sport getrieben. Das ist sehr gut, das belebt sowohl den Geist wie auch den Körper, nicht wahr? Oh ja, belebt bin ich durchaus. Gut, dann komme ich gleich vorbei und, muss Ihnen dann noch Ihre Medizin verabreichen. Sagen Sie, Schwester Ingrid, eine Frage. Hat Hans-Peter heute in seinem Zimmer geschlafen? Hans-Peter? Nein, der ist nicht in seinem. Das Zimmer war komplett leer die Nacht. Aber hätte der nicht sich um 17 Uhr zurückmelden müssen? Das hätte er wohl. Ja, das hätte er wohl. Das ist niemandem aufgefallen. Natürlich ist das aufgefallen. Das haben wir auch gemeldet. Das steht ja auch so in unserem Tagebuch drin. Aber das ändert ja nichts an der Tatsache, dass er nicht anwesend war. Und außer ins Tagebuch einzutragen, haben Sie nichts unternommen? Natürlich. Wir haben den Professor informiert, so wie das Vorschrift ist. Und er hat sich um alles Weitere dann gekümmert. Wurde er dann wenigstens gesucht?
Ich denke doch. Also wenn Sie nichts dagegen haben, wir würden uns natürlich sehr gerne nützlich machen und waren sowieso auf dem Weg runter ins Dorf. Wenn Sie eventuell ein Bild von ihm hätten oder sowas, dann könnten wir eventuell selbst einmal rumfragen, ob ihn gestern jemand gesehen hat. Ein Bild von ihm? Was stellen Sie sich vor? Nein, wir haben hier keine Bilder von unseren Patienten. Wäre auch zu einfach gewesen. So, Herr Richter? Ja? Sie kramt den Ärmel von deinem Arm ein bisschen hoch und haut dir eine Spritze in den Arm. Was ist das jetzt? Was machen Sie da? Ist schon erledigt. Ich guck Otto an. Was soll das? Das war nur ein paar Vitamine. Wie jede Woche, das wissen Sie doch. Vitamine? Sind Sie sich sicher, dass das jetzt... Können Sie mir einmal das Präparat nennen, was er jetzt gerade bekommen hat? Ja, sicher. Sie reichte sogar das Fläschchen rüber. Und ja, das ist ein allgemein bekanntes Stärkungsmittel. Ah ja, okay, ich verstehe. Ja, Wilhelm, das hast du nötig. Okay, wenn du das sagst, Otto, dann ich vertraue auf deine Meinung. Du solltest hier den Ärzten und Pflegern vielleicht auch etwas vertrauen. Ich meine, ist ja das Normalste auf der Welt, dass man einfach so mir nichts, dir nichts, irgendwelche Sachen in die Hand gerammt bekommt. Klar, natürlich vertraue ich ihnen. Sonst bist du ja wieder so wehleidig. Ja, ich sage ja schon nichts mehr. Was ist es denn, was sie mir gegeben hat? Was für Vitamine? Ist nur was zur Stärkung. Du wirst morgen vermutlich eh ziemlich starken Muskelkater haben nach dem ganzen Gekraxel. Okay. Aber heute Abend machen wir noch eine Vitamin-B-Kur, Wilhelm. Um die kommst du nicht drum rum. Ja, von deinem Arzt verschrieben. Da bin ich auf jeden Fall gern dabei. Jetzt mach dich mal frisch. Wir wollen ja nicht den ganzen Tag hier auf deinem Zimmer rumstehen. Schon am Weg. Außerdem müssen wir ja noch deinen Rollstuhl holen. Ja, bin schon auf dem Weg. Ja, bin schon am Fertigwerden. Muss mich nur schnell ein bisschen, ja, mit Wasser beträufeln, kurz umziehen und dann können wir schon los. Darf ruhig ein bisschen mehr Wasser sein. Okay. Rieche ich so übel? Noch nicht. Aber was sollten wir nicht... Bevor wir aufbringen, sollten wir nicht noch zu Clara schauen? Ich meine, jetzt wo wir wissen, dass sie hier ist? Ich bitte darum. Außerdem kannst du jetzt ja dann doch hoch in den ersten Stock laufen. Oder war sie im zweiten? Ist die Schwester Ingrid schon weg? Ja. Dann würde ich mich an die anderen zwei wenden und sagen, fandet ihr das nicht irgendwie komisch? Da fehlt ein Patient über Nacht und es wird nur ins Tagebuch eingetragen. Hat der Professor zu dir was gesagt, Otto, dass da einer fehlt? Nein, kein Wort hat er gesagt. Aber schau dich mal hier um. Hier ist ja nichts. Und bis man hier irgendwo ist, dann läufst du ja auch erstmal 2 Stunden. Und das dann im Dunkeln. Ich kann schon verstehen, dass sie das einfach nur notiert haben. Und die meisten Patienten sind ja auch freiwillig hier. Also von daher... Ich wollte es gerade sagen, es ist ja hier kein Gefängnis. Also anscheinend dürfen sie sich ja sowieso hier herumtreiben, wo sie möchten. Ja, aber es ist einer von der Brücke gestürzt. Und tot. Aber was mich noch viel mehr interessiert, Fritz macht die Augen zu, denkt nochmal, war er das nun, also der Mann, den wir getroffen haben, der Richtung Dorf gegangen ist oder nicht? Ja. Vor allem haben wir ihn doch als Hans-Peter angesprochen und er hat's auch nie verneint, oder doch? Nee, hat er nicht. Der hat doch gesagt, dass er mit Willem auf einem Zimmer wohnt, das ist doch, ich verstehe das nicht. Würde mal gerne, da dürften ja so Kleiderschränke sein. Ich würde gerne mal in den Schrank von dem Hans-Peter reinschauen. Kannst du machen, ja. Findet man da vielleicht irgendwie Notizbücher, irgendwie ein Foto, vielleicht sowas wie ein Tagebuch? Also zunächst mal, sobald du es aufmachst, findest du peinlich penibels zusammengelegte Kleidungsstücke. Alles ordentlich gefaltet und sauber und akkurat übereinander gelegt. An Schriftstücken findest du nichts, aber es sind 2 Fotografien in seinem Schrank. In der Zwischenzeit würde ich mir sein Bett vornehmen und unter dem Kissen und unter der Matratze schauen. Und ich würde an der Tür stehen und schauen, dass niemand reinkommt. Wie gut das funktioniert. Es kommt niemand vorbei oder niemand rein. Und die Matratze, das Kissen, auch sehr unspektakulär. Abgesehen davon, dass es halt akkurat gemacht worden ist.
Ich schaue zu Wilhelms Bett. Ist es genauso akkurat gemacht? Natürlich nicht. Was für eine unnötige Zeitverschwendung, sein Bett zu machen. Mhm. Also seid ihr angehalten, die Betten selber zu machen? Ja. Okay. Gehört zur Therapie, ne? Ja, dann braucht man ja schon nicht irgendein Zimmermädchen oder jemand fragen, ob sie was gefunden hat im Bett von Hans-Peter. Ich meine, es wird vielleicht trotzdem eine Putzfrau geben, die so die das allgemeine Reinigen der Räume macht, falls das reinpasst. Geben tut sowas. Seid ihr nun bald fertig mit Suchen? Ja, hier ist ja nichts. Ich habe nur diese zwei Fotografien. Hm? Was ist drauf? Da ist drauf. Kia. Darf ich es auch mal sehen? Sicher. Schön, oder? Das eine Foto, das du gefunden hast, ist das Abbild von einer älteren Frau, Kategorie Oma. Und ja, das andere Bild zeigt die gleiche ältere Frau, allerdings mit einem kleinen Jungen. Könnte der kleinere Junge von den Gesichtszügen Hans-Peter sein? Definitiv, ja. Und je genauer du es betrachtest, desto mehr ist auch den Eindruck, ja, was für ein kindliches Gesicht er doch eigentlich hatte. Er scheint sich also von Kindheitstagen wirklich, also er hat das Gesicht behalten. Mhm. Ja, es ist schon älter geworden, aber die Züge sind so prägnant immer noch da, dieses kindliche Gesicht. Hm. Sein Bruder ist das nicht. Vermutlich nicht. Ist das jetzt das einzige Foto, das wir von ihm haben, um es den Leuten zu zeigen? Na, damit werden wir wohl nicht allzu weit kommen. Das glaube ich auch nicht. Ich lege die Fotos dann wieder exakt dahin, wo ich sie her habe. Fritz, du solltest das Bett auch wieder ordentlich machen. Nur zur Sicherheit. Ich versuch's. Und wenn ich sehe, dass ich es nicht hinkriege, setze ich mich einfach dick und fett drauf. So, jetzt merkt keiner, dass wir es durchwühlt haben. So, dann sollten wir jetzt zu Clara gehen, oder? Das denke ich auch. Wir wissen ja nicht, wo genau sie liegt, ne? Naja, das hat der Otto mittlerweile schon rausgefunden. Okay. Ja, dann würden wir sie gern aufsuchen in ihrem Zimmer. Meint ihr, wir sollen alle mit reingehen? Das ist keine so gute Idee. Dachte ich mir. Lasst mich mal vorgehen. Ich werde versuchen zu eruieren, wie ihr Zustand ist und euch dann gegebenenfalls dazu holen. Vielleicht sollte Otto noch als Arzt mit. Ja. Ja, schaden kann es doch nicht. Stimmt, das kann nicht schaden. Wir sitzen uns so lange auf die Terrasse. Oder was sollen wir sonst tun? Ihr wollt ja nur wieder Kaffee trinken. Kann zumindest nicht schaden. Mein Gott, wenn das wenigstens Kaffee wäre, was man hier bekommt. Naja, es macht wach. Ist doch die Hauptsache. Ja, also. Dann bis gleich. Bis gleich. Also Otto und Wilhelm machen sich auf zu Clara. Mhm. Zunächst einmal geratet ihr an eine Schwester, die euch daran hindert will, in den Trakt für die Patientinnen hineinzugehen. Was wollen sie hier? Männer haben hier nichts verloren. Mein Name ist Dr. Otto von Horn. Ich bin ein Bekannter von Wilhelm Richter. Herr Richter ist Patient hier und seine Cousine Clara Winkler liegt auf dieser Station. Ach, ist dem so? So wurde es uns zumindest unten mitgeteilt. Ja. Und was wollen Sie dann hier? Nun, Herr Richter würde sich gerne mit seiner Cousine unterhalten, wenn Sie doch schon beide hier in diesem Sanatorium sich aufhalten. Und ich bin nur als ärztliche Begleitung dabei. Ich meine, ich verstehe, dass es Ihnen vielleicht unangenehm ist, uns in den Bereich, wo die weiblichen Patienten untergebracht sind, zu lassen. Wäre es denn möglich, Frau Winkler nach draußen zu bringen? Ja, das hängt ein wenig davon ab, in welchem Zustand Frau Winkler gerade ist, ob sie sich gerade gut fühlt oder nicht. Nun, ich denke, ein vertrautes Gesicht wird ihr sicherlich auch Kraft geben. Hm. Sehen Sie sich Herrn Richter an, wie gut es ihm mittlerweile wieder geht. Es wäre wirklich absolut in meinem Sinne und ich denke, es würde auch Clara gut tun, mich wiederzusehen. Wir sind sehr eng miteinander und ich kann mir gut vorstellen, dass sie sich sehr freuen würde, wie gesagt. Also, wenn es nur irgendwie möglich wäre, wäre ich Ihnen unendlich zu Dank verbunden. Gut, Sie bleiben hier. Selbstverständlich. Und so geht sie den Trakt hinunter, verschwindet dort in ein Zimmer, dritte Tür auf der rechten Seite. Sollen wir wirklich hier warten? Ja, wir bleiben jetzt hier. Im Krankenhaus ist es auch ähnlich. Also da wird es nicht gerne gesehen, wenn männliche Besucher dort einfach rumrennen. Nun gut, wie du meinst. Und dann kommt sie auch zurück
Nun, die Herren, ich glaube, Sie haben Glück. Frau Winkler geht es auch im Augenblick wohl hervorragend. Nun, ich würde empfehlen, dass Sie sich unten auf der Terrasse einfinden. Ich werde Frau Winkler dorthin begleiten. Sehr gern. Das freut uns. Das freut uns sehr. So marschiert er einmal durchs Gebäude und eine Viertelstunde später kommt die Krankenschwester auch schon wieder und hat die Clara im Schlepptau so untergehakt. Und Clara wirkt extrem blass und schlapp und bleich, mehr ein Schatten ihrer selbst. Sie schlurft so langsam einen Schritt vor den anderen setzend. Und naja, es jagt euch beiden eigentlich so ein Schrecken in die Glieder, denn auch nachdem, was ihr das letzte Mal gesehen habt, oder Willem hat sie ja, glaube ich, nur gesehen, im Sanatorium in Wien, sie ist gänzlich anders. Clara, meine Liebe, wie geht's dir denn? Erkennst du mich? Wilhelm, was machst du denn hier? Ich wurde gebissen und von einer Schlange und musste zur Kur hierher kommen. Schlange gebissen? Ja, ist eine lange Geschichte. Ich glaube, ich erzähle sie dir ein andermal. Leider wurde mir nicht gesagt, dass du auch hier verweilst, eine sonst Schlange. Hätte ich dich viel früher aufgesucht. Sind sie auch wieder hier, die Schlangen? Nein. Natürlich nicht. Keine Sorge, Clara. Alles ist Frau gut. Frau Winkler, beruhigen Sie sich. Sie sind hier. Und nein, wer ist hier, Clara? Alles gut. Du bist hier sicher. So ein wenig in Panik versucht Clara irgendwie wegzukommen von da, wo du bist. Die Schwester stützt sie und gleitet sie weg, wirft über ihre Schulter noch mal einen ziemlich bösen Blick in eure Richtung, während die beiden sich dann wieder in das Haus zurückbegeben. Was war denn das jetzt? Ich hab ihr nur gesagt, warum ich hier bin und hab das Wort Schlange in den Mund genommen. War wohl nicht die beste Idee. Nee, war es nicht. Und ich denke, wir machen es damit auch für heute einen Cut. Dann hat der Wilhelm wieder Zeit, drüber nachzudenken. Was er wieder alles falsch gemacht hat. Genau, und wir hören uns... Ich sag's nicht noch einmal, weil sonst sind es wieder 9 Monate. Aber wir hören uns dann zeitnah demnächst wieder. Genau. In Bälde. In dem Sinne, Dankeschön fürs Mitspielen. Danke fürs Leiden. Danke fürs Leiden. Danke fürs Spielen. Vielen Dank fürs Leiden. Und genau. Bis dann. Bis dann. Ciao. Schönen Abend noch. Tschüss. Cthulhu bzw. Call of Cthulhu ist ein Pen-and-Paper-Rollenspiel basierend auf den Werken von Howard Phillips Lovecraft. Das Spiel wurde entwickelt von Sandy Peterson von Chaosium und erscheint in Deutschland im Pegasus Verlag. Die Musik im Eingang und Abspann dieser Folge ist von Hans Atom, trägt den Titel Paints the Sky, ist lizenziert unter Creative Commons Attribution Lizenz 3.0 und zu finden auf ccmixter.org. Weitere Informationen findet ihr auf jaegers.net, dort besteht auch die Möglichkeit der Kommentierung und des Feedbacks. Wir freuen uns aber auch über Bewertungen bei iTunes und anderen einschlägigen Portalen und besonders auch über eine kleine finanzielle Unterstützung auf Patreon. Vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal. Hatten Sie denn zwischenzeitlich schon die Gelegenheit, mit der Cousine von Herrn Richter zu sprechen? Ja, kurzzeitig. Es geht ihr ja nicht wirklich gut. Das ist... Ich verstehe es nicht, da ich sie auch schon erlebt habe, wo es ihr etwas besser ging. Und nun ja, es ist wohl offensichtlich ein weiterer sehr tragischer Fall. Du hast mit ihr gesprochen? Ja, gestern waren wir kurz zumindest bei ihr. Nö. Echt nicht? Nein, ihr wolltet, aber ihr habt nicht. Oh. Verzeihung. Je. Redcon. Aha. Und 2 Minuten zurückspulen. Dies war eine Jägers.net-Produktion aus dem Jahre 2020.